Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technic SMP RT Version 2. Mit dabei wie immer der Crazy252. Hallo. Und mein einer, der Doschel P. Ja, für die, die den Livestream nicht mitbekommen haben, ihr hört es schon. Es gibt bald 2 Millionen Musik. Habe ich aus der YouTube Audio Bibliothek. Aber werde ich irgendwann mal was genaueres zu sagen. Ja, jetzt sind ja ein paar Wochen vergangen ohne Aufnahmen. Warum? Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war im Urlaub und konnte in der Zeit halt nicht so wirklich was aktiv hochladen und alles. Hat noch nichts vorbereitet, haben wir gesagt, ja okay, machen wir mal eine kleine Pause. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir so ultimativ hinterherhängen. Wir haben ja schon noch einiges auf Vorrat. So schlimm ist es ja auch nicht, ne? Wenn ein paar Folgen nicht kommen. Eben. So, gut. Gibt's ein Neues? Ich glaube, ich muss die Musik noch ein bisschen leiser machen. Nee, das war zu leise. Oh, ich hab's ja schon auf 2. Ja. Nein, dann schmeiße ich mal ganz schnell hier ein bisschen Titan rein. Ja. Kurzer Zwischenstand, wie es jetzt hier mit dem Yo-Yo Matter aussieht. Nach den 2 Wochen. Also wir haben jetzt mittlerweile schon 6 Kilo Buckets Quested Oil. Eine ordentliche Menge. Und 1 Kilo Bucket. Um genau zu sein, 1813 Buckets Yo-Yo Matter. Ich glaube, damit kann man doch schon mal was anfangen, oder? Ja, wir haben auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, und zwar, ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier so noch einiges stehen, was man momentan so ein bisschen den Platz wegnimmt. Würde ich sagen, weg, weg, weg. Entschuldigt mich bitte, dass ich kurz gehustet habe. Ich bin so ein bisschen erkältet momentan. Ich hoffe, man tat jetzt nicht so sehr weh in den Ohren. Ja. So. Ich tue die Sachen mal kurz hier, Redstone Furnace und so. Was ist alles, was ich jetzt aufgehoben habe, jetzt hier mal in die Diatone, ne? Ja. Auch gleich wieder zurück, sobald ich Streets Haus gefunden habe. Stimmt, da kann man ja auch nochmal sagen. Wir haben hier ein kleines Dankeschön bekommen, weil wir den lieben Streetdigger unterstützt haben. Mit der Erzproduktion, hier mit der ganzen Brine-Produktion und alles. Ja, ich meine, wir haben jetzt Eon Musk gehabt, also warum nicht ein bisschen teilen? Ich kann dann ja mal gerade mal so ganz schnell ein bisschen von dem Kupfer, was wir hier über die Zeit angefarmt haben, auch mal wieder reinschmeißen. Na, geht doch. Ja. Was wollen wir heute machen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich muss sagen, wir sind wirklich so ein bisschen planlos reingegangen. So, Respekt an Street, ne? Wieso? Der hat hier eine verdammt große Stromproduktion aufgebaut. Okay. Electric Craft. Ja, Electric Crafter sah schon echt interessant aus. Ach, hat er jetzt auch hier so einen Big Reactor oder was? Ja. Ah ja, wir haben dann noch hier die Distillation Tower endlich mal fertiggestellt. Jetzt können wir hier rüber halt Ölzellen oder Biomassezellen verarbeiten. Kriegen wir eine Wasserzelle, eine Ethanolzelle und Fertilizer. Oder über Öl kriegen wir Methan, Glyceryl, Sulfuric Acid und Diesel. Ja, aber was wir jetzt damit machen wollen, wissen wir selbst noch nicht genau, weil das hat sich ja dann doch schon alles anders rausgestellt, wie wir das dachten mit dem Petroleum. Tu mal das mal wieder weg. Dann wollte ich mal gerade. Nicht der Explorer zum zweiten Mal. Ist mir eben schon passiert. Ja, wir sind momentan so wirklich alles an Ernsten verarbeiten, was geht. Mach ich mir mal ein bisschen ja das Inventar. Wir nehmen dann schon mal hier die Tungsten-Wrench. Und wir haben hier so noch ein paar Maschinchen stehen. Ein Scanner und ein Replicator. Machen wir hier dann nochmal weg. Hab ich das eigentlich schon mit dem Texture Pack erwähnt? Ich glaube gar nicht, ne? Nee. Siehst du? Die wundern sich ja schon die ganze Zeit, warum ich noch ein Texture Pack drin habe.
Also jetzt nochmal ganz schnell, wie ihr jetzt schon gesehen und wie ich schon gerade erwähnt habe, ich habe mich mal ein bisschen rangesetzt und ein paar Texture-Packs mal gemacht für das Project RT. Halt nochmal das Faithful und dann habe ich noch, was war das noch? Hier ist Sex Pure BD-Craft. Werde ich jetzt aber nicht wechseln. Werde ich dann vielleicht in der nächsten Aufnahme, wenn ich dran denke, mal reinhauen. Kannst du mich tatsächlich noch an Streets Keller erinnern? Ja. Der ist komplett weg, ne? Wo? Oh. Er hat den kompletten Keller bei sich rausgerissen. Okay. Das war mal ein paar Tage nicht da, dann geht die Welt unter, ne? Ja. Okay. Goldkabel. Haben wir noch Rubber bestimmt. Oh, da geht's aber auch langsam ein Ende zu. Vier sollten ja sogar reichen. So. Wir haben jetzt ja hier noch den Scanner, den stellen wir dann hier neben. Das Problem ist hier beim Scanner. Nicht der Strom. Strom kriegt da letztlich ja auf, bloß er hat einen immensen Stromspeicher. Problem ist jetzt momentan, ja, hier sieht man schon gerade, da kriegt Strom. Hier steht Waiting, no storage. Das Problem ist jetzt, wie oft habe ich jetzt schon gesagt, das Problem ist. Also, Datei scannt jetzt irgendwas, in dem Fall hier Gunpowder. Will scannen. Kann ich scannen, weil es nicht die Daten speichern kann. Dafür brauchen wir die sogenannte Pattern Storage. Das muss ich nur noch richtig schreiben. Ah, sehr schön. Pattern Storage. Ja, ist nicht ganz billig. Ein Trans Machine Casing, ein Trans Circuit. Crystal Memory. Da ist ein Crystal Memory Raw, der gebacken wird. Und das ist einfach Silikondioxide und Obsidian das. Silikondioxide kriegt man ganz leicht über Clay Dust in der Thermalzentrifuge oder über Black Granit Dust oder Flint Dust oder 8 Sand im Industrial Electrolyzer oder wie wir es gemacht haben, über Olivine Dust. Wir haben ja so viel noch gehabt, kriegt man 2 und noch ein bisschen Eisen und Magnesium. Bosch? Ja? Kannst du eventuell nochmal nachschauen, wo der Tesseract steht? Jupp. Ich wollte schon sagen, der Tesseract steht bei den Koordinaten x minus 2380, y 63 und z 1533. Boah, hat er den vergraben? Warte, damit ihr das merken kannst. Bitteschön. Mach mal daran, finde ich richtig schön. Aua. So, wie gesagt, Problem bei der. Er hat mit Fackel gekennzeichnet und ich finde es nicht. Ja. Auf jeden Fall, unser Problem war jetzt halt bei der Pattern Storage der Mining Laser. Wegen dieser 360k Helium-Kulanzell. Die wir aus 180k Helium-Kulanzellen kriegen, aus 60k. Und dafür brauchen wir eine Heliumzelle. Die haben wir bekommen über Enstone das. Und das war schon nicht ohne. 40 Draten, was da gerade draufsteht. Was? Ohne der Dosch. Ich erledige das nach der Aufnahme. Gut. Also, das ganze Rezept seht ihr jetzt hier. Wir haben es dann über die Zeit dann nochmal geschafft. Pattern Storage. So. Die Pattern Storage. Ich glaube, das ist die einzige Maschine, die keinen Strom braucht. So, jetzt scannt ihn nämlich auch. Und wir können den Replicator daneben stellen. Nein. Du sollst da. Kommst du? Geht doch. So, der läuft jetzt erstmal ein bisschen hier durch. Wir scannen jetzt erstmal das Gunpowder und hoffen, dass er dann auch
repliziert werden kann. Ansonsten haben wir müssen mal gucken, wie wir an Gunpowder kommen. Können wir nämlich noch einiges verbrauchen. Also Strom würde auf jeden Fall nicht ausgehen wollen. Ah, der Energiepuffer verletzt sich schon noch. Machen wir mal ein bisschen Scrap. Das finde ich ja auch interessant, das hatte ich ja schon erzählt, aber die Zuschauer wissen es noch nicht. Hier, wir haben wieder den Automatic Recycler, haben wir hier per ME automatisiert, dass er sich eigentlich sofort immer nachzieht. Von wegen, der zieht sich gar nichts nach. Ja. Es ist ein wenig blöd gemacht, aber der Recycler will es nicht nachziehen. Werden wir auch noch mit dem Baker sprechen müssen. Alternativ gucken wir mal, dass wir eine andere Lösung finden. Mache ich wirklich, wenn es notfalls sogar noch eine Pipe dran und dann immer per Truhe. Ah, Scanner 58%. So, du wolltest aber heute nochmal mit Weltquasar dann anfangen, oder? Ja. Dem wir es ja so lange hin und her geschoben haben. Erstmal schon mal einen Dankeschön-Kuchen futtern. Ich hab schon gerade gewundert, was kommt denn da jetzt angeflogen? Crazy. So. Hier wollte ich dann einen Bahnhof hinmachen. Können wir machen. Dann gehen wir jetzt erstmal auf at Railcraft. Was brauchen wir für Railcraft? Ich würde sagen, da so mit sehr vielen Zügen und so zu tun, da braucht Maschinen. Die sind jetzt ein bisschen schwieriger. Nicht mehr so einfach dick so ein Eisen. Oder was hat damals bei Minecraft war. Das ist jetzt eine Standard Rail, die gemacht wird aus entweder 8 Schienen kriegst du eine, also totales Geldverhältnis. Oder über die Plate Bending Machine, nix da. Wir werden es über die Rolling Machine machen. Da kriegst du aus 6 Eisen kriegst du 8 Standard Rail. Okay, aus 6 Eisen kriegst du 10 Standard Rails. Interessant. Alu geht noch, Titan. Ja, das mit Eisen ist aber ja auch nicht ganz verstanden. Wir werden jetzt gleich mal sehen, was das ist. Ich würde sagen. Kann ich die Laser hier wieder abbauen? Die hatte ich erstmal nur provisorisch angestellt. So, ich mach dann schon mal ein paar. Ich mach dann schon mal gar nichts, weil die will. Oh, haben wir nice. Was ist? Wir haben einen Error. Wo? Anscheinend, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das, dass der Scanner das Gunpowder nicht hergestellt werden kann über Yo-Yo Matter. Nein. Dann schauen wir mal, was da noch geht. Haben wir noch ein Iridium-Ohr? Ja. Obwohl wir es eigentlich nicht brauchen, aber scannen wir mal weiter. Finde ich natürlich jetzt auch nicht so atemberaubend. Ich muss mal kurz husten. Boah, heute bin ich aber recht gut dabei. So, wo sind die Rolling Machine? Die war hier gestanden. Bis du sie abgerissen hast. Ja. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wo habe ich es denn getan? Schau mal ins MP. Habe ich schon. Das kann jetzt einen Moment dauern. Item Collector, Factory, Steam Turbine. Ja, schon ziemlich viel Scheiße in den Truhen, ne? Ja. Schau mal in dein Inventar. Nö. Ich dachte, ich hätte sie geschlossen. Gefunden. Okay. Wo bist du? Da. Gracias. Gracias. Danke. Reicht mir mit Spanisch. Ich hab von Spanisch die Schnauze voll. So schlimm. Ich fahre nach Barcelona. Abschlussfahrt. Ah. Sei froh. Weißt du, wo wir hingefahren sind?
Norderney und dann, als ich wiederholt hatte, in den Schwarzwald. Also. Ja. Wir fahren als Nicht-Spanisch-Klasse nach Barcelona und jetzt sollen wir anfangen, Spanisch zu lernen. Oh, hier die Energieversorgung, die gefällt mir nicht so wirklich. Die ist schon noch ein bisschen schwach auf der Brust, glaube ich. Hier für Yo-Yo Matter. Muss man doch hochschrauben. Sag was für der Scanner ist, Leo. Aber der kriegt schon noch gut nach. Ja. Wir brauchen halt Schienen, wie gesagt, und wir brauchen dieses Wooden Railbed. Das ist Wooden Tie und das wird gemacht aus einem Quicksand Bucket oder Quicksand Bottle und Slabs. Wir können aber auch in der Canning Machine einfach 4 EU dafür. Ne, 800 EU öffnen und 10 Sekunden und wir haben eins und. Aber ich würde sagen, das können wir noch mit per Hand machen, oder? Ja. Gut, haben wir noch. Ja. Quarte 512. Ich glaube, was wir euch noch nicht erzählt haben. Wir haben unten die ganzen Barrels für die Erze. Stimmt. Abgegradet ein bisschen. Ja, nur leicht. Ja, die sind jetzt komplett auf Emerald-Upgrades, außer halt die Dia hier, weil die eh nie voll werden würde. Also ich glaube, da wird jetzt echt genug reinpassen. Ja, Nether-Erze können wir auch noch irgendwann mal wieder farben, ne? Hast du deine Diamanten hier rein? Hä? Sind viele Diamanten drin gewesen. Oh ja, ich sehe es am Diadast. Ah, nur 1677. Da läuft. Schon mal so eine kurze Frage an die Zuschauer. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch da mal zu einer Antwort schreibt. Wie sieht es bei euch mit der Gamescom aus? Geht ihr da hin? Also, ich schätze mal, wir beide werden zur Gamescom kommen, oder? Ja, sicher. Ich werde sogar vielleicht mit ein paar Kumpels von mir hingehen, weiß ich noch nicht. Aber wir müssen vielleicht mal gucken, dass wir uns dieses Jahr nicht treffen, nach der Aktion vom letzten Jahr. Ja. Das überhaupt. Letztes Jahr wollten wir uns auf der Gamescom treffen. Was wir vollkommen vergessen haben, uns abzusprechen, wie wir uns treffen wollen. Er schreibt mich dann übers Forum an. Ich lese die Nachricht damals erst. Ich denke nur, okay. Schafft das schon noch. Wir haben uns letztes Jahr kein einziges Mal getroffen. Und ich habe schon extra Ausschau nach dir gehalten. Obwohl, wir haben uns einmal ganz knapp verfehlt. Ja? Während der YouTuber-Show, wo Peter da war, auf der Bühne war. Wusste schon. Da warst du da. Genauso wie ich. Das muss ich mal überlegen. Oh, weißt du mal nicht, wer da auch daneben mir war? Wer? Dupox. Oh. Der war daneben mir. Tut mir leid. Hey, damals habe ich mich noch mit ihm verstanden, dann wurde es im Arschloch. Ich überlege gerade, was für einen Stein man nehmen kann. Wofür? Die Schienen. Also, ganz kurz, Iridium, wir brauchen 22 Buckets Yo-Yo Matter und 1 Million EU für ein Iridium. Läuft. Ja. wir haben jetzt hier in der Pattern Storage steht hier, das Rezept ist gespeichert, Iridium Ohr, 22.000 Millibuckets, EU Meta und 1.000k EU. Könnten wir jetzt replizieren? Oder wir lassen das sein. Weil Iridium haben wir echt keine Mangel.
Wofür hast du es dann gescannt? Einfach um uns halt zu zeigen. Ich scanne jetzt erstmal Tungsten. Sollte ich lieber Tungsten Ingot oder Tungsten Tungsten Ore? Ich mach lieber erstmal Ingot. Versuchen wir es erstmal darüber. Na, ich bin fürs Ohr, weil man das Ohr okay. Ja verarbeiten kann. Okay, hast recht. Ja. Ah ja, wir wollten ja hier Weltcraft und so. Schienen. Wood. Okay. 513 Steps haben wir schon mal. Wie viele Zellen haben wir? 22, komplette Erdzelle können wir. Wir können noch mal ein paar Zellen herstellen, oder? Ja, klar. Ich mach nochmal 128. Extractor, da pumpen wir mal die Luft raus. Ich will dann schon mal so ein bisschen was an Creosote Oil. Okay. Ja, und ich bin der größte Profi aller Zeiten, habe ich das schon mal erzählt. Normal. Weißt du, was ich gemacht habe? Was? Die Meta war noch ausgewählt und ich tue die Zellen rein, hatte vorher umgeswitcht. Jetzt haben wir neuen Creosote Oil Zellen und ich will hoffen, dass die Zellen jetzt nicht gelöscht wurden. Herzlichen Glückwunsch, die wurden gelöscht. Oh. Ich bin der größte Profi aller Zeiten. Passiert. Mach mal schon mal ein bisschen wunden Teil. So, zwei wurden Velvets. Und das war jetzt einfach nur so. Genau. Das Rezept speichere ich dann auch schon mal direkt im AE ein. Sofern wir noch Zellen, also Blank Patterns haben, oder? Sollte eigentlich. Ja, das ist so eine Sache momentan, nachdem ich jetzt Zertus Quarz brauche. So, wir haben keine Encode-Pattern mehr. Weil keine Patterns mehr. Ja. Hast du den Cube ausgebaut? Den Würfel hier? Welchen? Die Crafting Chamber hier. Kommt mir größer vor. Ja. Oh. Als du weg warst, habe ich den erweitert. Jetzt sind da dann 18 CPUs und 9 Storage-Einheiten. Nice. Wir wollen den einmal größer auf. Noch viel größer. Der muss hier so richtig... Komm, der muss so richtig doch schon crazy-like sein.